Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Heute habe ich wieder eine ganz grandiose Verpackung für euch. Sie ist sommerlich und sie hat einen Hauch Urlaub, zaubert sie uns auf den Basteltisch. Ja, es ist zugegebenermaßen nichts Neues, aber es hat Pfiff und ich habe es wirklich toll für euch gestaltet. Und es handelt sich um eine wunderbare Verpackung für Schokolade. Das hier ist meine sensationelle Ziehverpackung und hier die Kokosnuss, die hat einen Magnet. Ich komme mal hierher. Und an diesem Magnet öffnen wir die Verpackung, ziehen ein Stück heraus und tata, es kommt eine Schachtel mit den Merci Pralinen zum Vorschein und ich habe die im Laden gesehen und ach, dieser Aufsteller, kennt ihr das vielleicht? Ihr lauft da vorbei, haltet an, geht zurück und denkt, diese Blätter hier, da habe ich ein Stempelset dazu. Da fällt mir doch glatt ein früheres Stempelset Tropenflair ein. Diese Blätter, die waren einfach super. Und halt, diese Kokosnüsse. Stopp mal, wir haben doch spritzige Zitronen, die wir als super Kokosnüsse gestalten können. Und schwuppdich war es um mich geschehen. Also, die Limited Edition kam dann in den Einkaufswagen. Und ich musste natürlich sofort eine Verpackung dafür werkeln. Und ihr seht schon, bei dem Design von meiner Umverpackung habe ich mich schon ein bisschen an dem hier orientiert. Denn ihr wisst, ich finde es toll, wenn es zusammenpasst. Und ja, es ist ganz großartig. Ich hoffe, ihr bekommt sie. Limited Edition, also das spricht, es gibt sie wahrscheinlich nur vorübergehend. Und es sind 250 Gramm mit 20 Stück, dass ihr euch an der Größe etwas orientieren könnt. Ich lege euch das nochmal hin. Das hat grob 16 auf 19,5 cm. Ganz, ganz grob gerechnet. Im Detail habe ich das natürlich für diese Verpackung genauer berechnet. Aber dass ihr etwas wisst, nach was ihr Ausschau halten müsst, wenn ihr diese Verpackung nachbasteln möchtet. Also wie gesagt, es ist ein Magnet versteckt und es ist eine wunderbare Ziehverpackung. Ihr seht das hier im Inneren, ist das Band. Und ihr könnt sie wieder hier reinschieben. Und das Band schwingt hinein mit der Schokolade und wir können das dann wieder mit dem Magnet, mit der Kokosnuss zumachen. Und ich komme noch mal ganz nah ran und dann könnt ihr das sehen. Die Kokosnüsse, auch diese und diese, die habe ich auf Aquarellpapier koloriert mit unseren wunderbaren Farben und Stempeln. Und wie das alles geht, wie ihr diese sensationell schöne Urlaubsverpackung machen könnt, das zeige ich euch jetzt im Video. Alle Maße und was ich verwendet habe, findet ihr wie immer auf meinem Blog zauberhaft-stempeln.de. Ja, und wie besprochen habe ich also die spritzigen Zitronen umgewandelt in Kokosnüsse, nämlich diesen Stempel hier. Und mit dem wollen wir jetzt auch gleich starten, dann kann das ein bisschen trocknen. Bei den Farben habe ich mich an Azurblau, Pekanuss und der Incolor Glücksgrün. An diese drei Farben habe ich mich gehalten. Noch ein bisschen Gold und ein rotes Herzchen, um diesen Schriftzug von Merci mit aufzugreifen. Ja, das sind eigentlich nur die Farben, aus denen diese wunderbare Verpackung besteht. Und natürlich weiß, ist klar die Sommerfarbe. Und dann starten wir auch gleich schon. Das Pekanuss brauchen wir. Und ich habe hier mit dem Separatus gearbeitet und das schon mal vorbereitet. Einfach das Aquarellpapier auflegen, mit den Magneten festmachen und dann diesen Stempel. Denn ich finde, das geht einfach ganz wunderbar mit der Stempelhilfe. Da könnt ihr jede, die ihr habt, verwenden. Falls ihr die nicht habt, nehmt einfach einen großen Stempelblock. Zum Beispiel diese Größe hier, das ist E. Aber für mich, weil es ziemlich schwer ist, ist es etwas unhandlich, weil ich nicht so viel Kraft habe. Deshalb nehme ich mir die Stempelhilfe. Einmal komplett mit Pekanuss ein.
reiben quasi und dann abdrücken. Und wenn der Abdruck nicht so satt ist, dann machen wir gleich noch mal einen. Und das hat natürlich den Vorteil der Stempelhilfe. Also, das ist dann ganz einfach, denn wir drücken es einfach noch mal ab und ihr seht, jetzt ist es hier dunkler geworden. Jetzt haben wir genügend Farbe aufgebracht. Ich reinige mir das gleich, den Stempel, und dann kann das in der Zwischenzeit da drüben schon mal ein bisschen antrocknen. Wichtiger Hinweis, nur die Magnete immer schön getrennt voneinander, dass die nicht zusammenkleben, sonst kriegt ihr sie nicht mehr auseinander. Ich nehme mir eine Unterlage und hier, das schneide ich mir ein Stückchen kleiner, dass da kann ich das noch mal für eine zweite Verpackung oder hier eine Karte zum Beispiel verwenden. Und dann koloriere ich mir das Ganze. Dazu nehme ich mir einen Wassertankpinsel und es gibt ja die Wassertankpinsel von Stampin' Up oder ihr nehmt einen anderen, zum Beispiel von Faber-Castell. Und hier ist er auch schon. Und wie immer gilt hier, ein Tüchlein auf der Seite zu haben und einmal Wasser drauf. Und dann gehen wir einfach von dort, wo die dunkelste Farbe ist, da schieben wir, lösen wir uns die Farbe an. Ihr könnt das entweder streichende Bewegungen machen oder so ein bisschen kreisende, denn die Kokosnuss hat ja auch, jetzt haben wir ein bisschen viel Wasser, jetzt ist Wasser rausgekommen, dann nehmen wir uns mit dem Pinsel das einfach auf. So, die Kokosnuss hat ja auch so ein bisschen Struktur und dann ist das gar nicht schlimm, wenn da jetzt eine Stelle heller ist, ganz im Gegenteil, das finde ich super schön. Und wie gesagt, ihr könnt entweder streichen oder tupfen. Und das machen wir jetzt bei den anderen Kokosnüssen auch. Wir fahren einfach mit einem ganz leicht feuchten Pinselchen hier drüber, lösen uns die Farbe an und lassen hier ein schönes Bild entstehen. Ich gehe absichtlich ein bisschen drüber hinaus, dass wir so einen leicht hellen Schatten haben. Das zeige ich euch gleich vom Namen, wenn ich einmal. Also einen ganz leichten Schatten hier andeuten, einfach noch mal drüber hinaus. Hier gehe ich ebenfalls drüber bei dieser Hälfte dieser Kokosnussstücke. Und auch hier bei der ganzen Scheibe oder die Draufsicht auf die halbe Kokosnuss. Einfach ein bisschen die Farbe anlösen. Und wie ihr seht, ich habe gar nicht mehr gedrückt. Also das Pinselchen ist noch so genügend feucht. Da braucht es gar nicht mehr. Und dann haben wir schon die Schale der wunderbaren Kokosnüsse koloriert. Und wie ihr hier im Original, ich mache mal die Folie weg, dann, das würde ich auch empfehlen für die Verpackung, einfach nachher die Folie abzumachen. Hier spiegelt es jetzt auch und deshalb mache ich es jetzt schon weg. Hier seht ihr, hier haben sie einfach so ein bisschen innen drin das Blau hier aufgegriffen für die Kokosnüsse. Und dann habe ich gedacht, dann machen wir ebenfalls die Kokosnüsse innen ein bisschen blau. Einfach dazu ein Stempelkissen in den Deckel ein bisschen Farbe geben. Und dann löse ich mir die mit dem Wassertankpinsel an und fahre einfach so ein bisschen drüber. Erstmal ein bisschen zaghafter. Vorsicht, dass ihr nicht zu viel Wasser habt. Dann könnt ihr auch dann, wenn schon Flüssigkeit auf dem Papier ist, einfach noch mal ein bisschen mehr. Ich habe auch absichtlich hier ein bisschen Weiß noch dazwischen stehen lassen.
muss gar nicht so viel sein. Und bei dieser hier genau das gleiche. Einfach erstmal in der Mitte mit ganz wenig. Und dann nehmen wir wieder Pigmente dazu. Und das seht ihr, dann läuft das wunderbar auf dem Aquarellpapier. Und das gibt dann nachher auch einen richtig schönen Verlauf. Könnt ihr, wenn es hier angetrocknet ist, noch mal ein bisschen reingehen. Und das einfach so verfließen lassen. Ich mache jetzt nur hier auf der Seite, dass hier ein bisschen dunkler ist, so der Schatten. Und da drüben machen wir es ein bisschen heller. Und die ganze Kokosnuss, die brauche ich jetzt nicht für mein Projekt, aber ich koloriere mir die trotzdem, denn vielleicht möchte ich noch ein kleines Kärtchen dazu machen. Und dann ist es ja schön, wenn ich die Kokosnuss schon koloriert habe. Und auch hier wieder nur an einer Seite ein bisschen dunkler. Und der Rest bleibt heller. So, und dann sieht das doch wirklich ganz super lecker schon nach Kokosnuss aus. Wir lassen das Ganze jetzt trocknen und dann wird es ausgestanzt mit den passenden Stanzformen. Spritzige Zitronen heißen die, mit dem stanze ich das aus, aber das darf jetzt erst einmal trocknen. Und dann geht es weiter mit der Verpackung an dieser Stelle. Wir nehmen uns den Papierschneider und schneiden uns die Grundverpackung zu. Die besteht aus zwei Teilen, denn die Schokoladenverpackung ist an sich schon so groß, dass wir es nicht aus einem Bogen schaffen. Und deswegen schneiden wir uns zwei Papiere zu. Wir nehmen einmal Grundweiß. Und das schneiden wir auf die Maße 21,7 mal 20,1. 21,7 mal 20,1. Und die krummen Maße, die liegen nicht an mir, sondern einfach an der Merci-Verpackung. Aber wenn ihr das im Zweifel nochmal auf dem Blog nachlest, dann kommt ihr ganz gut damit klar. An der Seite von 20,1 falzen wir uns jetzt. Und zwar bei einem Zentimeter. Bei einem Zentimeter, dann drehe ich es mir rum. Bei 2,2 cm bei 17,9 cm und bei 19,1 cm. Also 1 cm, 2,2 cm, 17,9 und 19,1 cm. Dann drehen wir das Ganze um und falzen bei 1 cm, bei 2,2 cm. So, das gibt der rückwärtige Boden, also die Unterseite, wo die Schokolade, hier wird sie eingeschoben und hier hält sie fest. Wir nehmen uns nun das Falzbein und ziehen diese Linie nach. So, jede Falzlinie schön nachziehen nach innen. Und dann noch diese Seite. So, dann haben wir schon das Grundgerüst für unsere Verpackung fertig. Und ihr seht hier unten, da müssen wir uns wieder Teile abschneiden. Wer sich erinnert an die
Rittersport-Schokoladenverpackung, die ist so ähnlich gewesen, wo die Rittersport-Schokolade reinkommt. Also der Teil ist ähnlich. Ihr legt es nun vor euch hin, hier die Öffnung, hier der Boden und dann schneiden wir bei der zweiten Falz entlang bis zur zweiten Kreuzung, schrägen uns das zweite Quadrat hier etwas an und das gleiche auf der anderen Seite. Wir kürzen es ab ein Stückchen und das hier schrägen wir uns ein ganz klein bisschen an. So, einmal auf dieser Seite das gleiche in der zweiten Falzlinie bis zur Kreuzung schneiden, anschrägen und hier auch wieder ein bisschen anschrägen. Abkürzen und das hier raus. Und das ist dann schon alles bei diesem Teil der Verpackung. Wir nehmen uns Abreißklebeband und bringen es auf die äußeren Laschen auf. Also einmal hier unten. Und dann auf dieser Seite ebenfalls. So, und dann hoffen wir, dass es für die andere Seite auch noch reicht, dass wir es nicht stückeln müssen. Wäre lästig. So, aber es reicht. Wunderbar. So. Dann machen wir uns hier auf die kleinen auch noch ein Stückchen Abreißklebeband drauf. Dann verrutscht uns später gleich nichts, wenn wir das zusammenfügen. Und dann nehmen wir den Aufhebhelfer und ziehen uns bei den kleinen Stückchen hier die Folie ab. Aber bitte nur bei den kleinen Stückchen. Wir sind im Moment erst bei denen. Und dann bringen wir uns das Ganze schön an der Kante zusammen. Und auch auf dieser Seite einmal schön zusammensetzen. So, das klappen wir uns jetzt hier mal ein bisschen rein und dann sehen wir schon, das ist unser Einschub hier oben und so passt es ganz wunderbar hier drauf. Ich messe mir das noch einmal. Das hat jetzt knapp 16 cm und hier haben wir knapp 19,5. Also schneiden wir uns einen Aufleger zu 19,5 cm auf 15,7 cm und das mache ich ebenfalls in Weiß. Also 15,7, das ist ein bisschen, hier ist die 15,567, da müsst ihr ein bisschen genauer schauen. Und dann auf 19,5, das geht jetzt wieder hier besser. So. Dann nehmen wir uns das zur Hand und das wird jetzt hier hinten so draufgeklebt und das passt wunderbar zusammen. Als allererstes ziehe ich mir jetzt hier links und rechts ein bisschen das Stückchen ab und klebe mir hier diese Laschen fest. Aber mehr noch nicht, dass ich auf, also hier, dass das schön sauber hier zusammenhält und die Schokolade lasse ich jetzt drin,
dann habe ich einfach hier Stabilität und kann dann da wunderbar draufdrücken. Jetzt legt ihr das am besten so vor euch hin, wie es für euch am besten ist. Das seht ihr jetzt gleich auf dem Kopf, aber dann kann ich es besser sehen, denn das soll ja passen. Dann drücken wir mit beiden Fingern hier das zusammen. Und platzieren uns das passgenau hier drauf. Schön links und rechts drücken und dann schon mal das erste anfassen und dann ziehen wir den Rest ab. Und schön links und rechts weiterhin drücken und dann könnt ihr das runterfallen lassen und ihr habt eine perfekt sitzende Verpackung für eure Merci-Schokolade. Wir begeben uns gleich zu dem Innenteil, zumindest dem ersten Teil des Innenteils. Da nehme ich mir das Band in Azurblau und zwar lege ich mir das nun die Rolle so hin und lege mir die Schokolade hier drauf, dass es unten gerade liegt und ziehe mir das wieder nach oben. So, denn das ist der Ziehmechanismus. Wir kleben uns das hier innen in die Verpackung ein und aber nur ein oberes Stück, denn das hier ist dann nachher die Möglichkeit, wo ihr die Schokolade ziehen könnt, dass sie sich bewegt, wenn ihr das herausnehmt. Also klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber das seht ihr gleich, wie das funktioniert. Am besten ist, ihr beschwert euch das Band und meiner Erfahrung nach ist es ganz gut, wenn ihr ein glattes Band nehmt. Ich hatte eins mit erst ausprobiert mit so kleinen funkelnden Akzenten drauf. Da hat das leider nicht so gut gehoben, das Abreißklebeband. Und es ist mir aus der Verpackung rausgerissen und deshalb habe ich mich dann für ein glattes Band entschieden. Da geben wir uns dann im oberen Teil Abreißklebeband hin, schneiden das wieder ab. So, ihr Lieben, jetzt hat so die Sonne reingeschienen, dass ihr gleich gar nichts seht. Jetzt musste ich den Rollo zumachen. Also, wir waren hier bei unserem Band. Also, wir geben hier nur ein Stückchen oben hin und den Rest lasst ihr frei. Dann ziehen wir uns mit dem Aufhebhelfer einfach das ab. Hoppala. Und genau, wir sollten uns hier oben einfach noch ein Stückchen abschneiden. Dann brauchen wir die Rolle nicht mitzunehmen. Also die umwickelte Merci-Schokolade schaut, dass es hier nicht festklebt und dann, dass es in der Mitte hier etwa ist. Und dann nehmen wir uns die Verpackung und Achtung, die Oberseite muss oben sein und auch hier und schieben uns das Ganze hinein. Schaut, dass es immer noch passt und wenn es passt, dann streicht ihr das hier glatt, wo das Band ist und dann könnt ihr auch schon ausprobieren. Dieser Mechanismus und dann kommt die Schokolade raus. Und ich finde das ganz, ganz wunderbar und freue mich immer wieder aufs Neue, wenn es geklappt hat. Also gern hier nochmal fest nachdrücken. Und ihr könnt das übrigens mit jeder Art von Schokolade machen oder was ihr rausziehen wollt. Das geht mit wirklich jedem Thema. Also einfach die Rundumverpackung, das Band drumherum einführen und dann kann man es herausziehen. Wir schneiden uns nun einen Aufleger in Blau zu, und zwar in der Farbe Azurblau haben wir ja immer noch. Und da schauen wir mal, ob das hier reicht. 18,5 reicht, aber es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz, ihr Lieben. Ich hole eben ein Blatt. So, nun schneiden wir uns einen Aufleger zu, und zwar in Azurblau, und zwar in den Maßen 15 cm.
15 cm auf 18,5 cm. Und den legen wir auf die Seite. Und dann brauchen wir noch ein Stück Weiß in den Maßen 14,5 cm. Oh, das reicht auch nicht. In den Maßen 14,5 cm. Das ist ja die Kartenbreite, also ihr bekommt hier noch eine Karte raus. 14,5 mal 18 cm. So, das sind jetzt dann unsere beiden Aufleger, mit denen wir weiterarbeiten. Als erstes kleben wir uns den blauen Aufleger einfach schon mal auf, dann ist er auf der Seite und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz am Basteltisch. Das könnt ihr mit dem Tombow machen oder mit dem Kleberoller, ganz wie es euch gefällt. Schön mittig platzieren. Es steht dann ein weißer Rand außenrum. Glatt streichen und zur Seite legen. Denn nun kommen wir zur Gestaltung des weißen Auflegers. Und der soll ja ein bisschen das Design der Unterverpackung aufnehmen. Und deshalb kümmern wir uns jetzt erstmal um den Hintergrund. Und den Hintergrund, da habe ich mir einfach die Blending-Bürstchen genommen und habe mir aus den Stanzformen zu den tropischen, die heißen Palmgarten oder hießen, das sind alte, aber das, die solche Blätter, die gibt es ja eigentlich ständig irgendwo. Also und ich finde die total schön und die habe ich mir einfach ausgestanzt und mit denen werden wir nun den Hintergrund arbeiten. Dazu das Stempelkissen ein bisschen eintauchen, vorher schon mal anwischen und dann legt ihr euch das einfach drauf, wie ihr es wollt und dann vorsichtig in kreisenden Bewegungen darüber wischen. Und das darf ruhig unterschiedlich kräftig sein und auch ein bisschen drüber hinaus. Einfach schön wischen und es ist ja so ein tolles Blau. Und wenn ihr das dann hochnehmt, habt ihr da diesen super Abdruck, diesen tollen Kontrast von diesem tropischen Blatt. Ganz, ganz super. Und dann gehen wir einfach immer weiter und machen uns hier noch einen schönen Hintergrund mit noch mehr Blättern. Und dann nehmen wir natürlich auch mal das andere Blatt. Und gern auch mal in der anderen Richtung. Also das könnt ihr einfach so gestalten, wie ihr das schön findet. Immer auch mal wieder kräftigere Stellen erzeugen. Oder hier, ich finde, das sieht dann aus so ein bisschen wie das Meer. Passt ja super zu diesen tropischen Palmenwedeln. Und ich finde, das sieht schon richtig gut aus, denn wir dekorieren ja noch andere Blätter drauf. Einmal eben die Hände kurz sauber machen und das trocknen lassen und derweil stanze ich mir die Kokosnüsse aus.
So, da sind sie auch schon, unsere Kokosnüsse. Und dann habe ich mir natürlich noch in dem Glücksgrün auch ein paar Zweige ausgestanzt. Oder was heißt Zweige? Blätter sind es ja. Und die bringen wir jetzt alle auf diesem wunderbaren Untergrund an. Und dann natürlich noch ein paar von den großen Blättern in dem Azurblau, dass das einfach ganz wunderbar alles zusammenpasst. Fürs Aufkleben empfehle ich euch, dass ihr einfach die Silikon- und Bastelmatte unterlegt. Die legen wir auf die Seite, die brauchen wir gleich noch. Aber erst kleben wir das hier drauf. Also wir nehmen die Silikon- und Bastelmatte und dann geben wir uns wenig Tombow drauf. Wer mag, hätte sich die Blätter auch mit den Klebebögen versehen können, also auf der Rückseite einfach, bevor ihr das ausstanzt. Aber ich finde, bei dem geht das ganz gut und das muss ja nicht wirklich viel halten. Das geht super. Und ihr braucht da auch nicht an jedes Blatt, also Kleber dran zu geben. So ein Mittelstück und so kleine Punkte außen. Also seht ihr, so viel ist das nicht. Da könnte ich mir eins mal unten drunter kleben von denen. Einfach auch gern so ein bisschen überlappen, dass diese Muster sich dann treffen. Das finde ich super schön. Und dann haben wir noch mal so eins. Und hier noch einen Wedel. Den einfach auch so ein bisschen drüber. Dann sieht das super schön aus. Und diese Kokosnuss, ich habe übrigens alles flach aufgeklebt an dieser Stelle. Die mache ich mir hier oben so in die Mitte. Dann sieht das richtig toll aus. Und die kleine, die kommt hier schon so seitlich dran. Und dann sieht das schon mal richtig schön aus. So, dann hatte ich ja noch den Schriftzug gewählt für euch und da habe ich einfach das angesagte Alphabet verwendet. Und zwar dieses hier, ja, angesagtes Alphabet heißt. Und da habe ich mir die Goldfolie, aber diesmal mit den Klebebögen dahinter geklebt und ihr könnt da schreiben für dich oder für euch. Das ist ja also ganz gleich, was ihr einfach schön findet. Und jetzt muss ich schauen, meine Üs, Ü-Punkte haben sich hier drauf versammelt. Und dann nehme ich mir schon mal die Buchstaben für. Ich kaufe noch ein C und ein E. Und dann kleben wir uns die ebenfalls auf. Dazu, dass es nicht ganz so krumm ist, habe ich mir einfach das Lineal geschnappt und habe unten einen Zentimeter Abstand gehalten. So, und hier in der Mitte, also schaut bei den 20 und dann könnt ihr schön jeweils nach links und rechts mit den 9 Zentimeter gehen. Wir hatten ja 18 Zentimeter und dann legt ihr euch das einfach so an und dann ist das wunderbar. Und dann gehen wir einfach von der Mitte. Das euch ist länger, deswegen gehen wir da ein bisschen weiter rüber. Denn es kommt noch ein kleines Herzchen in die Mitte und das habe ich dann mehr so zugeordnet.
Also wir starten hier vielleicht bei der 6. Ich mache das jetzt einfach mal los. Und dann starten wir hier bei 6 cm und kleben uns das F auf. Und das ist natürlich super bei den Buchstaben, wenn ihr da die Klebefolie drunter habt. Das habe ich ja euch letztes Jahr auch gezeigt bei dem Album für den Kindergarten und für die Schule. So, einfach ein bisschen Blatt drücken und dann passt das wieder ausrichten. Und dann geht es hier von hinten los mit dem H. So, auch etwa bei der 6. Dass so ein bisschen der Abstand gleich ist, wer das mag. Und die anderen, die kleben es einfach drauf, wie sie denken. Ist ja, muss man ja jetzt keinen Staatsakt draus machen. Ich finde es nur schön, dass es etwa die gleiche Linie hat, außer man klebt es komplett wahllos auf, also von der Höhe her. So, das letzte E. So, und dann haben wir es und dann können wir auch das Herzchen schon festkleben, dass wir das nicht vergessen. So ein bisschen in die Mitte. Und dann passt es wirklich wunderbar. Ich habe dann jetzt noch mal einen hier unten festgemacht von den Blättern oder ein Blatt. Ich will immer Zweige sagen, aber es ist ein Blatt. Und dann noch einen grünen auf der anderen Seite. Schauen wir mal, ob es mit der Klebemaus geht auch. Aber mit Tombow ist besser. Mit Tombow ist es besser. Und das kleben wir uns jetzt so hin. Und dann nehmen wir uns die Schere und schneiden uns das rundherum einfach alles gleich mal ab. So. Und dann sind wir schon fast fertig. Es geht einfach nur noch zum Verschließen von Mechanismus. Und dazu brauchen wir diese Kokosnuss und wir müssen uns noch einmal ausstanzen. Genau die gleiche Kokosnuss und zwar in Grundweiß. So, wir brauchen das zweimal, denn das gibt unseren Magnetverschluss. Und jetzt brauchen wir auch unsere Verpackung. Und dann zeige ich euch gleich mal, wie das geht. Als allererstes überlegen wir uns, wie wir das hier drauf machen. Und dann überlegen wir uns, wie weit soll denn die Kokosnuss jetzt hier rein. Und dann schneiden wir das Band entsprechend ab. Und ich würde sagen, ich kürze es mir hier ein Stückchen ab. Und dann brauchen wir wieder vom Klebeband. Und das kleben wir uns jetzt hier an das Ende des Bandes auf die obere Seite, dass das jetzt gleich mal oben an der Kokosnuss festhält. Geht natürlich wieder nicht so gut ab, deswegen der Aufhebhelfer. Erst schön festdrücken. So. Und dann noch nicht kleben, ihr Lieben. Also das hier noch nicht aufkleben, sondern erstmal hinlegen, wie uns das gefällt. Und dann legen wir so die Kokosnuss drauf. Wenn das Band gerade ist. Und so sieht es doch super aus. Wir nehmen uns einen Magnet. Und da ziehen wir auf einer Seite die Folie ab und kleben uns den hier mittig drauf. Und
Dann ziehen wir die zweite Seite ab. Halten das hier auf Spannung, wie es uns dann nachher gefällt, und ziehen das runter und drücken einmal die Kokosnuss hier auf dem blauen fest. So, dann haben wir nämlich hier den Magnet und hier den Magnet. Denn ihr Lieben, ich bin ein Fan davon, dass man die Magnete nicht sieht. So weit wie es geht, möchte ich die immer versteckt haben. Und deshalb machen wir so das ein bisschen so herum. Einmal die zweite Kokosnusshälfte auf unseren Verschluss draufkleben. Und dann sehen wir hier den Magnet nicht. Und jetzt probieren wir das nochmal aus, bevor wir das kleben. Sitzt super. Und jetzt können wir als finalen Schritt dieses Teil hier aufkleben. Und da gebe ich mir hier rundherum auf dieses Teil mal ein bisschen Klebeabroller. Und dann hier einmal rundherum Kokosnuss raus und dann schön mittig hier auf unserer Verpackung platzieren. So, und schon ist unser wunderschönes Mitbringsel fertig. Unsere Verpackung, unsere Ziehverpackung für die zauberhaften limitierten Kokosnuss Schokoladen hier von Merci. Und ihr seht, die Verpackung hat den Look von der Merci Verpackung und ich finde es einfach grandios. Da, ja, also da bin ich richtig happy damit und ich hoffe, ihr auch. Und da macht das Verschenken einfach Freude. Diese Schokoladen machen sich bald auf den Weg zu lieben Menschen. Ja, und ich hoffe, es gefällt und natürlich auch, dass es schmeckt. Und wenn es euch gefallen hat, schenkt mir doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr sagt, wow, das ist richtig super, dann macht doch einen YouTube-Thank und teilt mir quasi eure ja, kleine Spende mit. Das würde mich natürlich auch ganz, ganz riesig freuen. Und dann würde ich an dieser Stelle mich verabschieden und wünsche euch noch alles Gute und hoffentlich bald wieder hier auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Bis dahin, alles Liebe, eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de.